wirklich elegante Kameraführung. Ja, in diesem Sinne sind wir wieder da. Grüne Giftgrotte. Klettere auf die Nebel im Notausgang. Klettere auf die Nebel im Notausgang? Ich glaube nicht. So, wir haben bereits vorgestern versucht, hier was zu reißen. Beziehungsweise ich mache hier sowieso nichts. Ich würde. Gar nicht, sag mal, was machst du eigentlich? Wie viele Spinnen kommen da raus, sag mal? Nur eine. Ja, da kam doch eben noch einer raus. Ja, aber die gibt keine Münzen mehr. Ah. Okay. Nee, ich mache hier natürlich gar nichts. Was soll ich auch machen? Ich weiß nicht. Ich meine, ich wäre noch nie mal bis zu dieser Stelle gekommen. Also wie gesagt, ich habe das ja vor ein paar Folgen schon mal gesagt. Ich wäre nach 2 Minuten Spielen, glaube ich, hoffnungslos verloren gewesen und hätte mir gedacht, wo bist du? Ich bin im Nebellabyrinth. Und ich habe mir gedacht, so, das wird doch niemals was, das kriegt doch niemals hin. Und ja, dann aber das macht doch das Let's Play aus, dass du das schaffst, was du vorher nicht gedacht hättest, dass du es schaffst. Ja. Aber echt, das macht das Let's Play aus? Ja, weiß ich nicht. Hab ich mir jetzt eigentlich auch noch ausgedacht. Wo sind denn die blauen Münzen jetzt? Falsche Weg, genau. Okay. Ich würde behaupten, ich fange nochmal von vorne an. Ja. Weil die blauen Münzen brauche ich unbedingt. Und ich habe den falschen Weg angeschaut. Genau, aber wie wir wissen, wird hier kein bisschen rausgeschnitten. Und aus diesem Grunde. Nö, also, ich weiß nicht, ich habe doch. Jetzt reden wir schon wieder über andere. Über andere Spiele, die ich irgendwie Let's Play habe oder Let's Play sollte, aber. Nee, ich weiß nicht, Super Mario. Diese ganze Super Mario-Geschichte. Ich habe ja auch Super Mario. Also, Super Mario World habe ich ja auch. Da wirst du mich jetzt auslachen für, wenn ich sage, ich habe das angefangen und noch nie mal 3 Level geschafft. Aber ich bin da, ja genau, das meine ich. Ich bin da echt schlecht in diesem Spiel. Aber du hast doch auch irgendwelche Super Mario Mods gespielt, also. Ja, aber das war Mystery of the Seven Orbs. Da hat, wer war denn das? Der Rosa Yoshi war das damals. Der hat ein Let's Play davon gemacht, von Super Mario World Mystery of the Seven Orbs. Und das war ein richtig cooler Hack, weil der halt nicht so auf Geschicklichkeit aus war, sondern der war hauptsächlich aus auf den Rest, so auf Kombinatorik. Da musste man halt durchsehen, dass man die ganze Zeit weiß, was man tut. Da musste man suchen, da musste man Rätsel lösen und alles. Und das war was für mich. Und nicht so, okay, ich muss im richtigen Moment hier auf den Panzer springen. Ach so. Naja, und da habe ich ja auch nicht selbst gespielt. Also ich habe das Spiel zwar gespielt, aber ich muss sagen, ich habe selbst nie so wirklich, also ein Let's Play davon habe ich nicht gemacht. Das habe ich den Rosa Yoshi alles machen lassen. Ich habe ihm nur geholfen an einigen Stellen, aber letztendlich haben wir den Hack nicht beendet, weil wir nicht klar kamen mit den Rätseln, die es da gab. Die waren doch zu heftig. Also manche Sachen, da fragt man sich, ist der Hack wirklich durchspielbar? Und wenn das wirklich so ein richtiges Spiel gewesen wäre, sag ich mal, was entwickelt wurde von richtigen Spieleentwicklern, dann hätte man gesagt, gut, da beiß ich mich durch, da suche ich jetzt echt 2 Stunden lang an einer und derselben Stelle nach einem Hinweis. Aber wenn das so ein Hack ist, dann kannst du ja auch nicht sicher sein, ob da wirklich alles funktioniert, weißt du? Na, das stimmt, aber... Dann bist du da und denkst dir so, okay, ich bzw. der Rosa Yoshi hat jetzt 10 Folgen gebracht, in denen er kein Stück weitergekommen ist. Und dann hast du halt so ein paar Zweifel daran, dass da irgendwas noch passieren kann. Und dann versucht man selber noch und dann geht letztendlich nichts mehr. Und dann musste ich den Controller auch wieder abgeben, weil ja mein Controller, den ich da hatte. Achso. Ich habe mir ja schon immer Controller einfach nur ausgeliehen. Ich habe mir selbst einen gekauft. Ja, sollte ich wahrscheinlich auch mal machen. Wenn das hier so weitergeht mit meiner Let's Play-Karriere, ich weiter so berühmt werde. Also so berühmt. Also ich muss sagen, ich fühle mich so echt wie so ein Star gerade. Wenn ich mir das mal. Moment, ich mach mal meine Analytics auf, ne? Und wenn ich mir das so angucke, in den letzten 30 Tagen 9 Abonnenten hinzugekommen. Alter. Verdammte Scheiße. Oh, ich lebe noch. Ja, erzähl weiter. Alles gut. 9 Abonnenten in 30 Tagen, das kann ich einfach nicht verstehen. Ich werde geliebt von der Welt.
Ist einfach zu krass, oder was? Das ist einfach, ich hoffe echt, also wenn das irgendjemand sieht, der es falsch versteht. Ich hoffe echt, dass es keiner falsch versteht oder so. Ich habe mich natürlich nicht Angst. Mit 9 Abonnenten in 30 Tagen. Hält nicht? Ich dachte, du meintest das jetzt voll ernst und so. Ich glaube, er weiß gar nicht, Nein, ich habe gerade überlegt, wo ich mein Ironie- oder Sarkasmus-Schild hingehangen habe, aber das habe ich zu Hause gelassen. Ah, okay. Das ist heute nicht dabei. Dafür ist die Milch dabei. Ja, die ist immer dabei. Feuerbegleiter, das war einer. Oh, das dauert ja richtig ewig hier. Das ist scheiße. Das Auge. Ja, ich weiß. Das ist auch ziemlich verlockend immer. Aber das zu kriegen ist... Musst du da um das Auge rumfahren oder was? Nee. Nur rumlaufen. Fahren aber da fällst du runter. Genau. Nein! Ja, das hab ich befürchtet. Ich wollte nicht aufstehen, das hätte ich auch nicht geschafft. Nein, aber du hast fast 70. Ja. Da kann man doch schon mal mit arbeiten. Naja. Könnte man doch schon mal bedenken, dass da was bei rauskommen könnte. Man könnte aber auch noch an vielen Stellen sterben. Ja, wie man in den letzten Folgen gesehen hat. Das mit dem Auge ist... Aber brauchst du die Augen? Ich glaube nicht. Ich werde sie auch noch nicht machen jetzt. Ich werde sie dann zum Schluss machen, wenn ich wirklich noch Münzen brauchen sollte. Ich erinnere mich immer so ein bisschen an die Zelda-Augen, aber die sind ja noch schlimmer. Die fangen ja an, auf dich zu schießen mit einem Laser. Wow, piu piu. Das ist ja echt so, und egal wo du hingehst. Wow, du bist gefallen, aber du hast 72 Münzen. Ja, jetzt wollte ich ja fallen. Ich muss ja hier wieder hoch. Fahren dauert länger. Okay. Nee, bei Zelda kannst du die nur nicht ausschalten und die bewegen sich immer in deine Richtung, also nicht irgendwie im Kreis immer oder so. Und wie wirst du sie los? Gar nicht. Ja, aber die können ja auch nicht das ganze Spiel hinterherlaufen. Nö. Nee. Die sind halt in einem Raum und da musst du schnell durch oder halt du hast ein Schild. Ah, okay. Aber den Schild benutzt sowieso niemand in Zelda, glaube ich. Weiß nicht, ob. So, Zelda ist ja sowieso auch so ein Retro-Spiel, wo man sich immer wieder denkt. Wo man sich mal wieder denkt. Wow. Wer benutzt eigentlich diese ganzen Sachen, die es da drin gibt? Aber ich glaube, da gibt es genügend Leute, die nicht so wie ich bei Assassin's Creed mit der versteckten Klinge durchrennen und dann ist alles gut. Dann gibt es, glaube ich, auch genügend Leute, die so ein Spiel spielen, so wie es sein soll. Die sich einen Dolch kaufen und feststellen in Assassin's Creed 3, wow, der Dolch ist dreimal stärker als die versteckte Klinge. Genau, so eine Leute. Und Manu sagt, die Gegner sind extrem hart geworden. Das dachte ich am Anfang auch, aber als ich mir dann diesen krassen Dolch geholt habe, der eigentlich voll günstig ist. Nein, sie sind nicht so hart, es geht. Niemand ist hart. Wer ist hart? Niemand ist hart. Hä, ja, willst du jetzt das gleich nochmal machen? Nein. Nö, ich versuch nochmal aufs Auge zu kommen, auf die Plattform und vielleicht das Dumm zu kriegen. Einen Versuch gebe ich dem Ganzen. Hm, wie viele Münzen sind denn das? 5. Eine blaue Münze. Ah, ja, dann lohnt sich das ja. Dann lohnt sich das ja. Ja. So viel dazu. Ja, gut. Also doch keine 5 Münzen durch ein Auge. Das war mein Versuch, der ist gescheitert und jetzt gehe ich weiter. Aber ich glaube, ich brauche gar keine Münzen mehr. Ich glaube, die restlichen kriege ich hier jetzt, wo ich nachgehe. 20. Ansonsten. Ja. Mein Sai. Ja. Nochmal zum was? Zum Sai. Sai. Zum Loch. Aber ich da will. Ach so. Da waren 5. Ich kriege aber noch da welche. Doch, das 7. Das müsste reichen. Also es waren eben 8, aber es fehlen noch 7. Nee, stirb nicht. Stirb nicht!
sterben. Hör auf zu sterben. Tut mir leid. Sterben. So. Nessie. So, ich muss eigentlich übrigens mal sagen, man soll ja seine Abonnenten auch auffordern. Also ihr Leute, die das Video guckt, schreibt doch mal in die Kommentare ein bisschen. Oh, kommentiert doch mal ein bisschen. Das ist ja... Oh, es reicht. Alter, es reicht. 100 und eine Münze. Ich die 101. Münze. Ich hab noch gar keine 101. Nee, 101 Münze wären möglich gewesen, wenn du noch zwei Schritte nach vorne gemacht hättest. Du hast! Du hast 100 Münzen eingesammelt. Der Stern verleiht dir zusätzliche Kraft. Spielstand speichern. Ja. Und da ist der nächste. Da ist die 101. Münze. So. Achso, und der Kletterer auf Nessies Rückenstern, den hast du natürlich auch gleich. Nein, also was ich sagen soll, wollte, ey, in den vorherigen Videos, was habe ich denn da gemacht? Was habe ich nicht alles für euch getan? Ich habe euch vorgelesen aus meinem Lieblingsbuch. Da will ich gar nicht rein. Was tust du? Aus meinem verdammten Lieblingsbuch habe ich euch vorgelesen. Von dem Teufel und von der Hexe und von... Du wolltest da doch gar nicht rein. Ich weiß. Achso, da kommst du wieder raus. Nee, da sterb ich. Ah. Aber wenn ich jetzt rausgegangen wäre, wäre ich wieder in der Lobby gewesen. Und das willst du nicht? Nee, ich will ja noch im Keller die letzte... Nee, die vorletzte. Ah, okay. Und so dankt ihr mir das? Hast du nicht alles selbst vollendet? Blühend. Jung, blühend Herz? Nee, war das nicht irgendwie? Freu mich nicht. Nein. Ihr könnt ruhig dazu schreiben, wenn ihr denkt, ihr wisst, was es ist. Naja. Musste auch nicht. Will mich ja nicht aufregen über meine Abonnenten. Ja. 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 Ja, ja. Wenn ich die alle kriegen sollte. Wenn du überhaupt noch eine kriegst. Ha! Hallo. Oh, ein Poki! Wie konnte ich? Ich hab den letztens aus Versehen. Hab ich auch nicht gecheckt, wie das gerade ging. Da ist eine blaue. Ja! Ich will sie haben! Wahrscheinlich durch den Poki oder durch die Bombe. Nee, nee, durch den hier. Bauchklatscher, beziehungsweise wenn ich stehe, ist die Boxer. Okay. Ja. Schnell weg. Tödlicher Rand. Ja, und warum kommt er näher? Ich will jetzt auch nicht verstanden. Der Rand? Ja. Kommt auch nicht näher. Okay. Und sah das nur so aus? Das war eine Ecke und da. Ja, das sah auch nur so aus, weil der Berg kommt dichter. Das ist halt spitz da, wie du von hier so siehst. Ja. Naja, gut. Weiter geht's. Tödlicher Treibsand. Ja, ja. Goombas mit Münzen. Goombas mit Münzen. Goombas mit Münzen. Weiter geht's. Mit einer Münze. Und mit, wer hätte es gedacht? Boing, ja. Ja. Zwei Münzen. Was ist davonlaufen? Was macht man eigentlich gegen davonlaufende Münzen, wenn man welche sieht? Hinterherlaufen. Man läuft davonlaufende Münzen. Ist ein Panzer drin? Ja, dachte ich mir. Will ich nicht. Panzer, ich grüße sie. Boah, ich kann auf allen vier Säulen landen. Habe ich so lange nicht gemacht. Ich freue mich, dass ich mir richtig drauf. Ja, ist eine Weile her, ne? Halloween. Eine weitere Münze. So, und die nächste weitere Münze. Ja, ich wollte es gar nicht auf allen vier Säulen landen. Sicher wollte ich das. Ja, du bist doch gar nicht gelandet. Du bist auf der einen gar nicht gelandet. Scheiße. Echt nicht? Ne, richtig. Ich habe zwei. Bist du nicht gelandet? Ja. Ja, dann wollte ich wohl nicht mal einladen. Du wolltest auch nicht alle Münzen einsammeln, die es gibt. Dann doch eigentlich schon.
weiß gar nicht, wo wir noch draußen sind, wie wir waren. Also ich habe schon noch ein paar gesehen, aber ich will ja wohl wissen. Alter. Okay. Rotfahrer. Ja. Boing. Boing. Habe ich eigentlich die Kanonen damals freigeschaltet? Ich glaube ja. Ich weiß nicht. Das war nicht das, wo du landen wolltest. Ich wollte jetzt gerne noch diese Münze einsammeln. Ich bedauere es gerade so ein bisschen, dass ich keine fliegende Kappe mehr habe, weil jetzt besteht das Sterben. Wollen wir eigentlich mal cutten? Wollen wir? Ja. Ja, eigentlich sollten wir das. Aber wir. Na klar, das können wir doch. Okay. Wir cutten an dieser Stelle. Tschüss.